ne? Ich meine, da musst du mal schon ein bisschen prahlen, ne? Das kann sich nicht jeder leisten. Ja, ne? Also so 7 Cent. Mit 7 Cent einfach mal so auf Steam kaufen, aus der Tasche gezogen, ne? Das ist schon... Gar nichts. Ach ne, die nicht, aber die hier, ne? Und die hier. Ach, du hast es gut. Bei dir läuft so beruhigende Musik immer schön im Hintergrund. Bei mir? Ich würde zu gern mal deine Playlist haben. Kann ich dir schicken, aber ich muss die ein bisschen abspecken, weil es da jetzt teilweise wieder neue Lizenzvereinbarungen gab und selbst ich nicht mehr die Erlaubnis habe, die zu benutzen. Selbst du, die höchste Kraft im Universum, hat nicht mehr das Recht, Musik zu benutzen. Ja, das ist echt fatal. Also. Nee, ich find's einfach nur verdammt assig. Weißt du nimmst Musik, wo du genau weißt, es ist lizenzfrei, benutzt das in deinen Videos, zu der Zeit, wo es lizenzfrei ist, und plötzlich kauft einer die Lizenzen auf, der nicht möchte, dass das lizenzfrei ist auf YouTube, und bam, kriegst du für dieses Video, was du ja eigentlich legal so hochgeladen hast, eine Anzeige, dass es nicht dein Material ist, also du keine Lizenz dafür hast. So assig. Bei YouTube dann solche total geilen Beispiele, was man noch für Musik drunter legen könnte, ne? Bin jetzt weg. Okay. Sehen uns dann mal irgendwann später wieder. Yo, bis dann. Hau rein. Tschüss, mein König, und tschüss, Prinzessin Misu. Puh. Oh, tschüss. User disconnected from the channel. Weg. Oh mein Gott, der Papst ist weg. Wieso? Der Papst! Vor allen Dingen, er ist Papst und Kaiser in einem. Er kann sich selbst zum Kaiser ernennen. Ja, anscheinend. Das heißt, er war vorher schon König. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. So, hier kommt jetzt ein Zinnbeerenbusch hin. Dann habe ich hier noch 4 Kupferbeerenbüsche. Dein Ernst? Mein voller Ernst. Okay. 1.6.4, keine Rückmeldung, das dauert ein Weilchen, oder? Ein bisschen, ja, sind so um die 180 Mods, das kann ein bisschen dauern. PPBI ist ein... Das ist ein Riesenpack. Soll ich enable this feature oder continue to game? Achso, nee, continue to game. Das ist irgendwie so ein Chat. Da hast du die Möglichkeit, wenn andere im Singleplayer spielen, mit denen zu chatten. Ich find's ganz witzig, aber irgendwie, warum nicht gleich auf dem Server spielen? Dann gehe ich mal hier auf die Direct Connect. Oh mein Gott! Java 7 hat mir das Leben zur Hölle gemacht, doch jetzt habe ich es besiegt. Java 8 meine ich. Ja, ich weiß nicht, Java 8 ist irgendwie total scheiße. Ich wette, weißt du, ich glaube, das könnte sogar das Problem sein, das ganz viele haben. LOL, hat der echt diesen einen Skin? Wie stumpf. Hä? Ja, das wirst du nicht lustig finden, aber ich habe einen, der hat denselben Skin. Also ich kenne jemanden. Also wenn der Rolf BBB jetzt zufälligerweise dieses Video hier sehen sollte, ne? Es ist dein größter Fan. Oder andersrum, vielleicht hast du ja einen größten Fan. Ja, siehst du. Das ist nun mal so, ne? Also bei meiner Video-Upload-Rate muss das ja auch sein, also. Ja, dann. Ja, wieso? Ich bitte dich, ne? Naja, so ist ein so gut? Video. Ja, was denkst oder du? Oder war das Ironie? Ich meine, ein Video alle 8 Monate, wenn das mal keine Upload-Rate ist, ne? Das geht ja ab. Verdammt, hat Nils... Ah, nee, Nils hat davon keine gehabt, schade. So, pass mal ab, ich weiß nicht, was gebe ich dir für Werkzeug? Ich mach dir mal Borne Werkzeug, Waffe. Ne? Was denn für eine? Eine, die schießt. Okay. Eine Gurke. Kakamba. Cucumber. Okay. Blackberry. Oh yeah, Blackberry. Es gibt also sogar Telefone. Strawberry, Blueberry, Grape. Sieht aber nicht aus. Grape war doch sonst. Grape? Moment mal. Grape. Weiß nicht. Ist das nicht die Kurzform von Grapefruit oder so? Ja, aber eine Grapefruit ist nicht verschrumpelt und grün. Zeig mal. Hier hinten drinne. Rechts oben. Ach, das sind hier, wie heißt, das ist keine Grapefruit, das sind hier, wie heißt, das ist so eine Art Traubendings.
Ah, warum laufe ich automatisch? Du, das sind die Ventilatoren, die hier stehen. Du musst an der Seite lang. Also ganz an der Seite an die Hauswand und dann da so drüber jumpen. Das ist ja ein Witz, Alter. Das ist, um die Zombies fernzuhalten. So, pass mal auf, ich hab hier so Stuff für dich. Dat hier, dat hier, dat hier, dat und dat. Ruby, 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 Ruby. Ah. Copyright. Okay. Jetzt krieg ich hier wieder ein. Ja, weil ich das so perfekt gesungen hab. Ja. What? What? Ich bin auf deinem Dach! Ja, du hast den den Fahrstuhl benutzt. Fahrstuhl. Auf diesem Fahrstuhlblock einfach Shift machen, dann kommst du nach unten. Und mit Leertaste nach oben. Das war schon einmal zu viel. Lol. Lol, kannst du da auch einfach eine Nitorflamme drunter setzen und den Crucible? Ja. Funktioniert. Nice. Okay. Du weißt nicht zufällig, wie man Moment, ich muss mal in meinem Thermonomikon raus. Alter, das sieht alles so beweglich und Was ist das denn? Was machst du denn da? Komische Textur in der Luft. Die das ist erkenne. Irgendwie so eine Map oder so. Keine Ahnung, das soll die Karte sein. Ich finde das jetzt nicht so besonders. Das Ding muss ja, glaube ich, weiter in den Boden setzen, damit das was bringt, oder? So, mal eben ganz kurz gucken. Alchemie. Wie verdammt nochmal macht man diese Blume hier? Ich kann ja nicht mal die Namen sagen, weil das hier verdattelt ist. Ja, ich drück lieber auf nichts drauf. Ich Moment. War das Blumen? Nee, okay, nee. Und das hier ist deine Privatschlucht, ja? Was ist meine Privat... Achso, Privatschlucht hast du gerade gesagt, oder was? Ja. Ja, unter Umständen, dass du recht haben. Ja, wie hieß denn das Ding jetzt nochmal? Flower war es nicht, Blume war es nicht. Was gibt's noch für Namen? Was? Für Blumen, auf Englisch. Flower, Blumen. Ich komm nicht drauf. Okay, ich mache einfach Add Tomcraft. Ouch. Ach ja, eine Ätherblüte. Oh. Wie macht man die Dinge? Also wie erforscht man die? Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Es sei denn, es hat schon mal jemand in die Kommentare geschrieben, dann nicht. Aber muss ich dafür jetzt hier alles andere erforschen, wie magischer Talg oder magische Metallurgie oder was auch immer das ist? Alumentum? Wahrscheinlich einfach nur, weil ich es mehr gewohnt bin. Wo bist Alter, du was eigentlich? Ich erkunde ja gerade deine Gänge. Meine Gänge? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht ganz so genau, wo ich jetzt bin gerade, aber... Okay, du könntest da mitkommen, Minen oder so. Ist das Essence Ore? Magical Crops? Ich hab Angst. Wo bin ich hier eigentlich? Das weiß ich nicht. Ich such dich auch gerade. Oh, hier. Bist hier du die Leiter runter in den Keller, oder? Ja, ich bin ganz runter und da dann irgendwo weiter. Jetzt bist du irgendwo in der Riesenschlucht, oder was? Ja. Hä? Ich hab Silber gefunden. Ist ja schön. Ich brauch schön. Quarz du weißt schon, für ME-System. Gibt's hier Oh ja, ME-System. Bist du eher ein Freund das vom Das gibt's ja auch in Ultimate, oder nicht? Das ME-System, ja, aber ich bin nicht so ein Fan von, sagen wir mal... Ich liebe dieses System. Ich die gute alte Red Power Action. Ja, das ist auch cool, aber... Irgendwann wird es halt richtig alles schön mega automatisiert haben mit Schnelligkeit und so. Ich finde aber, naja, ich weiß nicht, ich finde irgendwie das ME-System nicht so extrem geordnet, wie wenn du jetzt so eine Kiste hast. Das stimmt natürlich. Sie sind unterschiedlich geordnet. Ja. Also das eine, da kannst du ja einfach schön quasi googeln, was du brauchst. Und bei dem anderen da... Ich weiß nicht, ob du jetzt hier rein bist du dann irgendwie so ein 2x1 Gang irgendwie so lang gelaufen? Nee, 3x3 irgendwie. Oh. 3x3? Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ich TP mich einfach zu dir. Lol, was ist das denn hier? Ach, das ist von Johnny wohl. Okay. Komm mal lieber mit. Wir gehen mal hier lieber weg. Das ist... Alter. Weil das nenne ich ja mal sicher. Meinst du, er hat hier überall Fallen verbaut? Ja, anscheinend.
Mal schauen. Ja, ja, Johnny, saubere Arbeit. Wie komm... Nee, warte mal, ich mach mal Folgendes jetzt hier, das ist mir zu doof. So. Buh. What? Nicht in dieses Biom laufen. Weil? Tod, Verzweiflung und Vergewaltigung. Ah, okay, Vergewaltigung sagt alles. Gibt's irgendeinen Schutz dagegen? Ja, ich will diese Blumen da machen. Aber die kann ich nicht machen, solange ich nicht weiß, wie man die erforscht. Ah! Ja, ich hab dich gewarnt, aber nein! Alter, was ist das denn? Das ist ja mal heftig! Das ist ja wohl voll der Witz! Was ist das denn hier? Welche Blumen willst du machen? Ätherblüte. Die da drinnen stehen? Nein, die heißen Ätherblüte. Auf Deutsch. Bleib mal stehen. Ich hab's nur auf Englisch. Das hier, das hier, das, 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 das. Hier sind noch Tomaten. Das schenke ich dir. Gehört dir, glaube ich, auch. Ich hatte noch ein Spinnenauge. Dann läuft bei dir. Dann komm mal mit. Dann halte ich in Zukunft von dem Biom fern. Ich war doch gar... Ich hab Angst. Komm einfach mit. Wenn du an meiner Seite bleibst, kann dir nichts passieren. Du stirbst einfach so ohne Grund. Mir passiert schon nichts. Wir müssen da hinten zum Dschungel. Oh, hast du schon eine Bienenfarm angelegt und Zeug? Bisher noch nicht. Wir sind in Folge 40 oder so, oder 50, oder... Das ist das Erste, was ich auf jedem Minecraft-Server mache, weil mir nie irgendwas einfällt zu bauen. Auf meinem Ultimate-Server weiß ich jetzt auch schon wieder nicht. Jetzt habe ich ein Haus und jetzt ist, Fragezeichen. Hä, wo bist du jetzt wieder hin? Ulti, wo bist du? Da hinten bist du, lol. Bleib mal stehen, nicht so schnell. Irgendwie warst du kurz weg und dann warst du ganz woanders und dann... Jetzt fühle ich dich gar nicht mehr. Tja, Duke Nukem kann sich nur mal im Dschungel verstecken. Selbst ohne da. Duke Nukem braucht sich gar nicht verstecken. Wie dumm das aussieht. Du läufst einfach mal vor mir weg. Ich hab dich nicht gesehen. Alter, mal stehen. Wir fahren dich mal. So, mal gucken. Wo ist das? Da. Hier runter. Wie eiskalt nicht. Was ist denn hier? Yo! Jetzt hat er bestimmt noch zwei Herzen oder so. Eins. Na, tut mir leid, ich habe leider nichts Heilendes hier. Ich habe aber doch die Tomaten. Ja, gut. Die könnten was bewirken. Atsch! What? Alter, das hat sich ganz komisch angehört gerade. Hier ist ein Enderman. Ein Mini-Enderman! Nicht töten, bloß nicht töten! Oh, oh, oh. Ein Endertut? Du läufst immer so schnell weg und dann sehe ich dich nicht mehr. Da hinten bist du. Was macht denn der? Also wenn du den tötest, dann tauchen zwei große Endermans auf, die so ein bisschen stärker sind als normale. Und greift er mich auch an, wenn ich ihm in die Augen gucke? Ja, ich glaube schon. Der ist im Grunde wie ein normaler Enderman, nur wenn er stirbt, ist ein bisschen kritisch für dich. Oh, oh. So, jetzt krieg ich hier gleich auf die Schnauze, glaube ich. Scheiße, sorry. Sorry. Es tut mir so leid. Da ist er schon. Ein Angry Enderman. Ja. Oh man, das nervt irgendwie, dass das alles so angezeigt wird da oben. Kannst du ausschalten mit Num 1, glaube ich. Ich weiß doch, was ein Stein ist. Ich meine, das ist ja... Oh scheiße, was ist denn das für ein Meter? Ach, egal. Ich habe auch einfach stumpf schon mal zwei Iridium-Erze gefunden. Man kann Iridium finden? Ich glaube in 1.4.7 noch nicht. Aber später gibt's das Erz, das ist nur verdammt selten. Das ist, glaube ich, doppelt so selten wie Tungsten oder so. Naja, Tungsten bringt ja eh nicht viel in Ultimate. Das bringt allgemein überall kaum was.
Ja, ich habe mal mit jemand geredet, der wollte eine Mod machen für 1.4.7, für uns, für NBC APT, dass wir mit Tungsten was anstellen können, aber von dem habe ich auch wieder nichts gehört. Also nee. Das wäre cool, dann könnte man das zumindest vielleicht, weiß ich nicht. Also irgendwas Cooles müsste man damit schon machen. Freezing Spray. Lol, hast du eine Dungeon-Truhe gefunden oder was? Bucket of Force, ja, und Steilschaufel habe ich auch. Lol. Wie bist du da hingekommen? Ich bin da rechts an der Seite lang gelaufen. Warte, haben wir da gleich. Oben. Moment, ich komme. Was ist das denn? Ach so. Oh. Ich verstehe. Ja, du musst wissen. Ich schummle. Aber warte, ich kann das ja abbauen, ich Idiot. So. Ist der Magnet Mode hier eigentlich an wie in deinem Take It Light? Nee. Nö, also ich hab den, aber du bist glaube ich kein OP. Können also nur die overpowerten, ja. Ja, wir sind Hacker. Die Spezialisten. Ich finde jetzt gerade einfach irgendwie kein Quarz. Oh, okay, wenn man vom Teufel spricht. Aber Multi, wir haben ja vorhin von meiner Upload-Rate gesprochen, aber jetzt ist mir da der Geistesblitz gekommen. Ich habe ja neulich was hochgeladen. Das glaubst du oder nicht? Ne. Über ein Trash-Game. Ein Trash-Game? Bone Town? The Collider, kennst du das? Hab ich schon mal von gehört, ja. 7 Cent in Steam, haben wir gedacht, ja, ne? Ja, das kann man sich ja mal gönnen, ne? Ja, ne? Ich meine, da musst du mal schon ein bisschen prahlen, ne? Das kann sich nicht jeder leisten. Ja, ne? Also so 7 Cent. Mit 7 Cent einfach mal so auf Steam kaufen, aus der Tasche gezogen, ne? Das ist schon... Das lohnt sich, das dann auch noch aufzunehmen. Black Granite haben wir hier. Wobei ich dazu sagen muss, dieses Spiel war eigentlich noch nicht mal so schlecht. Ich meine, man fliegt eigentlich nur die ganze Zeit mit einem unsichtbaren Protagonisten durch... irgendwelche Löcher. Okay, irgendwelche Löcher. Nein. Aber es handelt sich hier nicht um Spaltöffnungsapparate. Nein. Es handelt sich dabei um Scheiben. Um Scheiben mit verschiedenen Löchern drinne. Okay. Black Granite. Ich habe erst gedacht, die Höhle ist einfach nur verdammt dunkel. Oder es wäre ein Lichtbug und dann sind das hier Steine. Ich habe irgendwo mal gehört, dass im Ultimate Pack und allgemein in Tacket und so wird das Marmor selten sein, ne? Seitdem mein Kumpel und ich das aber auf jedem Server, den wir bisher hatten, in Massen finden. Das findest du so heftig. Sagen wir dazu immer einfach aus Fun, dass wir äußerst seltenen Marmor gefunden haben. Okay. Ich weiß nicht, und dieses äußerst selten ist bei uns mittlerweile Kult geworden. Oh, okay. Das ist ja stumm. Ich habe durch meinen Query in APT Ticket Light Plus, glaube ich, mittlerweile so um die 40.000, 50.000. Ah ja, ihr seid ja eh die überdrehtesten. Ich meine, wenn man eigentlich das nicht ausnimmt. Aber ich kenne kein Tacket Let's Play, was länger geht als deine 600x Folgen. So viele es gibt nicht mal so viele Minecraft Let's Plays, die so lange sind. Grund. Ich kenne nur 2 Minecraft Let's Plays, die bis Folge 1000, nee, 3 sogar, die bis Folge 1000 gingen. Und natürlich die ganzen Fake Videos, ne? Hast du einmal Folge 1000 rausgebracht, aber nichts anderes. Ja, was ist bis Folge 999 und davor? Und warum ist in Folge 1000 deine Welt leer? Naja, ne? Na gut, ich meine, habe ich gesagt, ich habe einfach nur alle Videos gelöscht. Na genau. Und er hat seine komplette Welt auch abgebaut, ne? Oh. Oh, Rotstein. Scheiße, ich glaube, wir sind schon zu tief. Was willst du denn finden? Na hier, Zertos Quarz von Applied Energistics. Ach. Ich habe äußerst seltenen Marmor gefunden. Und gut, ich bin voll. Bleib mal da, auch. Wo du bist und stirb nicht. Ich bin auch voll. Ja, ich will nur mal eben ausleeren und dann... oder nee, wir kommen einfach normal zurück. Ich tippe dich gleich mal zu mir.